willkommen hier zu einer neuen Folge Minecraft Mark mit meinem besten Freund Stummelfisch. Von einem Zombie angegriffen. Ja, das ist okay. Tut mir weh, aua. Ja, alles gut bei dir, außer Störungen im Kopf. Alles gut, ja, wir haben heute schon wieder Störungen im Kopf, ne? Das ist echt ein bisschen suboptimeso in sich meso. Hey Stummi, ich habe mich mal neben dich gepflanzt. Hoffe, das ist okay. Was? Wait. PS, schicke Tür. Er macht hier meine Tür lustig. Tot. Bangs, wer tot. Macht sich da Moment, er hat sich neben mich gepflanzt? Wo denn? Ach, da! Mit dem eine Faust okay, geben. Und da ist Pixel Wolf. Okay. Wird dem eine dicke Faust geben in den Kopf drin. So, wenn ihr das nochmal macht. Langsam habe ich jetzt hier bedenken. Langsam. Langsam. Habe ich gesagt. Dieser Samen in den Areal zu dir rein. Genau das meine ich. Heute ist das Vokabular wieder auf dem höchsten Level. Brauchst du Saplings? Wie es doch jeweils war. Ob ich Saplings brauche? Nö. Sicher? Nee. Ich hab gehört, du hast ganz viele, oder? Ich hab so 64 Stacks. Und jetzt sag mir bitte mal wie. Automatische Baumfarm. Du crazy Motherfucker. Du bist echt ein crazy Motherfucker. Wir brauchen mehr davon. Ja, das Ding ist, ich habe in letzter Zeit ein bisschen wenig Mark gemacht, obwohl ich ja eigentlich auch sehr, sehr interessiert an diesem Projekt bin, weil ich liebe ja Modpacks. Das Ding ist nur, ich bin in letzter Zeit ein bisschen auf der Real-Life-Schiene hängen geblieben und habe einfach wenige Videos gemacht. Ja, bist mag man gar nicht glauben, oder? Ja, ein bisschen behindert, oder? Bist du behindert? Nee, ernsthaft jetzt? Bist du wirklich? Also das verletzt mich jetzt echt tief in meinem Herzen drin. Das ist auch gut so. Ja, Alter. Dann lerne ich wenigstens die Lektion. Kann das sein, dass der Server ein bisschen laggt? Ich glaube schon. Ja, kann auch sein, dass das nichts mit mir zu tun hat. Warte. Bist du Stress, oder? Warte. Ja, letztens hat es nämlich so heftig geleckt, als ich auf dem Server war. Ich bin einmal runtergeflogen sogar. Nee, das ist nicht von mir. Aber das hat okay, das war wohl mein Internet. Welche. Das hatten letztes Mal auch irgendwelche irgendwie irgendwo. So, deswegen ist das auch nicht weitergegangen. Deswegen wurde mein Schüssel höchstwahrscheinlich auch nicht weiter gepowert. Denn da sollten ja eigentlich keine Savings mehr drin sein. Gucken wir mal kurz. 28 sind jetzt hier drin. Ich werfe mal einen Blick da drauf. Ich bin gerade echt interessiert, was da so bei dir abgeht. Hey, du kommst nicht hier hin. Ich habe einen Laser. Doch, ich komme da wohl zu dir. Digga, ich habe einen Laser. Ich mach dich kaputt. Du bist Endlaser. Ich mach dich kaputt, habe ich gesagt, wenn du kommst. Bitte nicht, ich habe keine Rüstung. Ich mach dich kaputt, habe ich gesagt. Wow! Boah, Digga, hab ich mich erschreckt. Ich hab gedacht, es wäre dein scheiß Laser gewesen, Alter. Oh mein Gott. Da ist ein Skelett. Du kannst mir gar nichts. Digga, ich mach dich so fertig, ne? Da ist ein. Wow, Digga, Alter. Hier, komm, ich komm mit meinem Laser und beschütze dich. Bitte hilf mir. Bam, ich mach den kaputt. Ich hab Schmerzen. Siehst du meinen Laser, Alter? Ich mach ihn so fertig. Piu, piu, piu. Boah, Digga. Von wem ist der gerade? Piu. Geh einfach weg da. Weg da. Weg da, Felix, weg da! Da kommt der Nächste! Ich mach den auch kaputt! Ich renne einfach weg, das ist zu viel für mich! Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen den Baum angebrannt, das tut mir leider ein bisschen leid. Oh, Pixelwolf, ist das Grab jetzt eigentlich leer oder so? Oder wie? Nee, da noch nicht. Aufpassen, da kommen Creeper. Aufpassen hinter dir. Mach nicht die Base kaputt, oh Gott. Nee, okay. Ich renn weg. Alles gut, ich möchte hier nichts kaputt machen. Hier ist noch ein Grab, Alter, was ist das denn alle. Für ein Trottel? Das sind Sterne. Saplings hatte der in seinem Grab drin. Oh Gott, okay. Warte, wie viele Leute sind wir auf dem Server gerade? Oh nein, ich hab ein Problem. Oh nein, ich hab ein Riesenproblem. Warum hast du ein Problem? Okay, warte. What's happening, okay, brother? Okay, alles gut. Alter, oh mein Gott, ich muss die Creeper da rausholen. Boah, shit, ist das eine Zombie-Apokalypse hier, okay, what warte, the einer fuck? Digga! Alter, oh Gott, hier geht gerade richtig uncool die Party ab, Alter. Ich werde richtig mies in die Mangel genommen von 8 Milliarden Zombies. Okay, einer ist weg. Da war noch einer drin, oder? Oh, endlich Rüstung. Haha, das war aber auch Zeit. Ich brauch den. Der ist wichtig. Ich brauch den Hut von dem. Leute, der ist wichtig für mein Leben. Von wem? Von dem Creeper hier. Von der okay, yes, Alter. Huf. Warte, ich zeige ihn dir. Warte, ich komm. Komm zu dir an den Base rein. Sonst geht nicht. Wobei, da ist wieder ein Creeper. Warte. Schnell weg hier, ich muss den. Boah, Slack, nein! Was? Wo bist du? Boah, shit, Alter. Ich hätte jetzt geholfen. Ich geb das zu. Ich stand einfach neben dem Creeper und es hat geleckt. Okay, hab ihn gekillt mit meinem Steinschwert, weil ich der Beste bin. Okay, ich komm. Warte, wo bist du? Bin bei deinem. Ist das hier dein Wassertank? Ich glaube. Nee. Eins weiter. Okay.
Da bin ich! Als ob, Alter. Tschal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 
Ich baue einfach, ich habe einfach gerade den Baumstamm abgebaut von dem Baum und die Blätter sind alle direkt so. Ja, das weggegangen. Das ist ja noch drauf tatsächlich. Ey, aber warum dann nicht die Gans, Alter? Warum ich so halbe Dinger? Ich weiß es nicht. Können wir erstmal ein paar Pilze hier. Wunderbar. Zack. Wunderbar, lecker Schmeckerpilze. Schmeckepilze. Und hier ist sogar eine Höhle, da kann ich mich dann auch mal in den nächsten Folgen drin aufhalten, wenn dann hier irgendwas ist, was ich überhaupt gebrauchen kann. Kohle, das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Zack. Klingt süß, ne? Kohle. Der kleine Felix. Oh. Noch ganz in seinen Anfängen. Bald wird er euch alle auseinandernehmen. Der kleine Felix in seinen Anfängen. Der dich bald zerfickt, Alter. Ich zerfick euch. Mit meinen krassen, überkrassen Superwaffen. Mit den krassen, überkrassen Superwaffen. Ja, ich bin auch noch so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil ich auch noch nicht weiß, welches Modpack ich denn so als nächstes Mal jetzt anfange von den Sachen, die ich jetzt halt schon habe. Hast du eigentlich schon Marc gestreamt? Ja, schon dreimal. Dreimal? Zweimal davon. Hast du da viel geschafft? Ja. Stand ja mal zur Debatte irgendwie, ob die Streamzeit verlängern werden soll, aber ich finde, man kann das nach wie vor eigentlich ganz gut schaffen. Oh. Oder vieles da zumindest ganz gut schaffen. Du hast jetzt gerade gestöhnt. Ja, ja. Cool, ich wurde gerade von einem Creeper attackiert und wollte ich nur nicht unterbrechen, okay, deswegen habe ich nur ein lustiges Geräusch gemacht. Ein bisschen geschehen, so. Naja, ein bisschen. So, ja, Alltag ein bisschen bei mir. Das ist mal der Überheber wieder. Ja. Was hat da komische Geräusche gemacht? Das ist ja alles normal. Alter, bei mir ist so richtig bescheuert, ich höre ein komisches Geräusch, gehe einfach zur Quelle, anstatt wegzurennen. Weil das ist irgendwie super dumm. Weil ich ja einen YOLO-Lifestyle führe. Ja, warum konnte ich das gerade auch so? Was ist das für ein komisches Geräusch? Ich habe da so ein ekelhaftes Viech da unten gesehen. Ich habe gerade echt eine Gänsehaut, ne? So aufgeregt bin ich gerade. Du hast heute oft Gänsehaut. Ja, ich bin nämlich real und habe das Fenster auf ein bisschen. Was bist du? Real, ich habe das Fenster auf. Ich habe das Fenster auf, deswegen kriege ich Gänsehaut. Ich weiß auch nicht, Alter, was ist das für ein Geräusch? Der hat einfach so gemacht. Wow! Scheiße, Alter, hat mich der erschreckt, Alter. Er so. Das hier, nix overacting. Ich hab einen Laser. Ich hab einen Laser. Ich hab einen Laser. Fuck? Was ist los? Was ist das? Diese kleinen Villager, oder? Forager. Die mit dem Rucksäcken? Ja. Die sind krasse Schweine, muss er aufpassen. Alter, der hat mir gerade richtig den Arm auspenetriert. Also nur Homo, aber hat er wirklich. Scheiße. Okay, dann muss ich mir erstmal wieder neue Fackeln machen, sonst kacke ich hier unten gleich ab. Alter, ey. Ich hab so derbe überhaupt keine Ahnung, wie ich... Jetzt krummelt auch noch mein Magen, heute ist so ein scheiß Tag, Alter. Ohne Witz. Oh Mann. Ey, das ist das erste Projekt, ne? Das allererste Projekt, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich mein Haus gestalten soll. Auch nur ansatzweise. Ich mache einfach immer YOLO, immer. Ja, ja, ich ja normalerweise auch, aber ich bin hier so ratlos, weil alle sind so modern... Und so, und ich will eigentlich irgendwie so eine Fabrik machen, aber ich kann das nicht aus Holz und Stein. Das ist irgendwie voll Fabrik. Schwer. Ja, you know what I mean. Ist möglich. Ist möglich, muss man aber nicht machen unbedingt. Also, ich meine, wir können uns da auch mal zusammentun und dann kann ich da mit dir ein bisschen was ausprobieren, weil du weißt ja, ich bin der Profi im Bauen. Du bist der Profi im manchmal, Bauen. Manchmal. Aber nur hin und wieder. Aber nur, wenn es gut läuft. Nee, das werfen mir zumindest die ganzen Leute mal vor. Ich wäre so der Profi im Bauen. Ja, das stimmt. Du baust auch sehr, sehr schön. Das weiß ich auch. Oh, danke. Oder letztens hat auch einer irgendwie geschrieben, wie hast du es gelernt, so gut zu bauen? Ist das angeboren? Und ich dachte so, hä, was für ein Bauen? Meint er jetzt? So total verwirrt. So, ich denke so, hä? The fuck? Dabei tue ich ja nur das Minecraft bauen. Dabei tue... Echt nur das? Oder hast du es gelernt jetzt? Das habe ich gelernt in der Bauschule. Bei dem Lehrer, der heißt Dr. Baumeister. Dr. Baumeister. Der hat mir das beigebracht, wie man Steine aufeinander macht. In den Klotzspiel drin. So. Du findest es lustig, das ist nur die Realität. Ich finde es lustig. Ich weiß auch gar nicht, was dieses Zertus-Quarz-Ohr bringt. Ich baue es einfach nur ab, weil es cool aussieht. Zertus-Quarz brauchst du später für die ME-Systeme. Oh, dann baue ich es auf jeden Fall gut. Ab. Also das ist nicht so selten, aber... Ist ganz gut. Tin und Kopper und so, die sind eigentlich tatsächlich, finde ich, seltener. Kennst du dieses Gefühl, du gehst in die Höhle rein, siehst 80 Milliarden Ohren und baust einfach alles ab, weil du keinen Plan hast, was du abbauen sollst? Ja, ja, ja. Das habe ich einfach die ganze Zeit. Ja, das ist echt ein bisschen bescheiden manchmal. Ich kenne das. Wenn man sich einfach, überhaupt keinen Plan hat. Ah, guck mal, hier wachsen sogar tatsächlich noch Bäume. So, zack, zack. Gibt es irgendwie auch so Taschen, die man später mit sich rumtragen kann, damit man. Ich meine schon, kann? Aber da habe ich zum Beispiel noch nie reingeguckt. Die meinten ich guck mal eben. Back. Back, please. Come on. Back, weiß nicht. Backpack. Backpack.
Backpack. Back. Ja, Backpack. Backpack. Backpack, Rucksack. Yeah. Rucksack. Backpack 2.1, Backpack. Fossory of My Fossory von Minecraft ist das? Ich glaube, das sind diese Project Red Exploration Dinger, diese anderen Taschen da. Mit den uncoolen Texturen. Was brauchen wir für sowas? Oh Gott, Fungal-Ockert-Kombo, woher kriegt man den Shit denn? Bee. Ach, was fuck, man braucht denn? Den Moms ja aber so Bienen holen immer, ne? Mit so einem Blutaltar und irgendwas, keine Ahnung. Nee, du, also es reicht auch, wenn du dir ein Bone Meal nimmst und dann zum Beispiel nur einen Stick nimmst. Also du kannst, guck mal das Rezept von dem weißen, von der weißen Tasche. Also die allererste, das White Backpack. Das ist relativ einfach. Wenn richtig viel String hast, dann soll es eigentlich easy sein. Oder Iceman's Backpack mit Railcraft kannst du ja auch machen, da ganz unten. Das ist nur ein Chest und Dings. Weißt du? Und Wolle und und Schnee. Icemans? Ganz unten. Icemans. Ah, da Icemans. Ah, der hat auch noch 15 Slots. Okay, Slots, okay, scheiße. Boah, ja, ich meine, geht ja eigentlich. Ich meine, dafür, dass es so billig ist, ist auch gar nicht mehr so schlecht. 15 Slots ist schon, ja, wie viel haben wir hier? 1 oder 4? Ja, okay, 15 Slots ist nicht so viel. Hm. 15 Slots, sag ich. Oder? Also, ich meine, für so einen billigen Taschenpreis ist er ja auch nicht so mega schlecht. Und wenn es mal für den Notfall nur ist. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall Notfall. Aber ich denke, das ist auch eins der nächsten Sachen, die ich mir machen werde. Ein Rucksack? Einfach eine Tasche, weil ich bin nämlich wie eine Frau, ich brauche immer ganz viele Taschen. So. Du lachst, ich finde das eigentlich gar nicht. Ich finde das witzig. Ich möchte das auch weiter. Das ist ein ernstes Problem in meinem Kopf. Wir haben heute irgendwie so eine Behinderung drin, auch mit dem Reden, Leute. Wir wissen auch beide nicht ganz genau, wo es herkam. Wir haben ein bisschen angesteckt. Ich kam einfach in Teamspeak, er kam her und ich sag, hey, was geht ab bei dir? Und er, oh ja, cool. Ja, irgendwie, Felix ist kein guter Umgang für mich, sagt meine Mutter auch immer. Ja, es tut mir leid. Sagt deine Mama auch? Ja. Ich glaube, ich muss mal ein ernstes Wort mit der Ollen reden. Nein, bitte lass die in Ruhe. Die will Stress. Bitte lass die in Ruhe. Nicht nochmal, Felix. Nicht nochmal. Soll ich nochmal mit der reden? Nein, bitte nicht. Soll ich nochmal mit der reden? Wenn die das herausfinden, was du hier im Internet treibst, ha? Du kleiner Schlawiner. So. Zack. Muss ich der aber mal die Leviten lesen hier? Die Leviten. Oh Gott. Hallo. Die Leviten, das ist das neue Buch von Tine Wittler. Einfach vorlesen. Die Leviten, Alter. Besonders zum Spaß. Oh Mann, Alter, die Leviten lesen. Ich bin manchmal echt ein lustiger Typ. Manchmal oder? Aber bist du ein witziger. Aber dann nicht mehr. Ne, nun geht's wieder. Dann bin ich wieder unlustig. Dann sagen alle Zuschauer mal, ey, Felix, hör doch jetzt endlich auf zu reden, Mann. Lade es jetzt einfach. Mach doch langsam mal endlich dumm Videos. Ich kann deine dumme Scheiß-Kack-Stimme nicht mehr hören. Das, aber das sagen die immer und das bricht mir jedes Mal das Herz. Das Herzen. Oh Gott, was ist das dafür? Hey, auf meiner Karte, wo du gerade bist, sind so voll die komischen Muster. Ist das normal oder bilde ich mir das ein? Wo ich bin? Ja, da sind so richtig komische Muster. So Strichmuster, als wären da so riesengroße Solarplattenfelder. So sieht das aus, richtig eigenartig. Ach so, unter Tage, das sind die Gänge von den Mining Turtles. Mach dir mal eine Turtle, das ist gut für den Anfang, habe ich voll vergessen. Alter, das habe ich ja... Weil da, hier ist natürlich alles mega zermined, natürlich. Weil die ganzen Leute hier schon ihre Turtles reingeballert haben. Wie sonst du was. Siehst die Minen... Alter, ja, das habe ich ja gerade gar nicht gecheckt, ey. Die ganzen Minen Gangs. Krasser Shit, eine Mine Turtle ist ja gar nicht mal so teuer eigentlich, das geht ja noch. Nö, das geht echt. Das geht eigentlich noch, Feed, das kann man noch machen. Oh, wir sind bei 19 Minuten übrigens. Hab ich was falsch gemacht? Ja, 19 Minuten, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wir machen das jetzt. Ich renne jetzt schnell nach Hause. Zack. Und dann können wir langsam bald aufhören oder so. Und dann, wenn du zu Hause bist oder erst, ja. Ich möchte sicher sein, dass es dir gut geht. Ich möchte auch sicher sein, dass du zu Hause bist, weil ich denke mal an dein Wohlbefinden, weil ich mag dich echt. Oh Mann. Wir sind schon echt süß, oder? Ja, wir sind sweet. So ein ganz kleines bisschen, aber nur homo. Sweet dude. Voll homo. Voll homo, vielleicht auch ein bisschen. Aber auch... Alles gut bei dir? Brauchst du eine Tüte, oder? Ich brauche eine Tüte. Haben wir denn ein Glas noch? Ich guck mal kurz, nehmen wir das Glas schon mal raus. Oh cool, das klingelt bei mir zu Hause. Das aber ich geh nicht Klingeln. Dran, weil ich bin cool. Weil du klug, weil ich cool bin. Nein, nicht weil ich klug bin, weil ich cool bin. Weil er cool ist. Yeah. Deswegen. I'm living the fuck life, lifestyle fuck life, shit. Not opening doors and shit. Yeah, man. So, yeah, man. Not opening anything at all, not man. Not opening, man. I'm not opening that shit, man. Opening my pants. Opening my pants. He's not opening the pants, man. Yeah, man. Yeah, man. Showing my ass not, to everyone. Not opening the pants.
Okay, warte, wo ist der Generator? Okay, also ich bin in meinen vier Wänden, du bist beziehungsweise in meiner einen Wand. 18 Wänden. Ja, ich habe hier schon mal angefangen, Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, das wird dann so ein bisschen fabrikmäßiger, so, das baue ich hier dann noch alles zu, dann haben wir auch mal so einen abgefilterten, fetteren Bereich. Hier kommt dann so ein Haupthaus noch hin, dann passt das alles und ist alles sweet. Und du darfst den Rest der Abmoderation machen. Jetzt yalla walla. Hey. Wenn es euch gefallen hat, dann danke für eure positive Wertung und guckt beim guten Freddy vorbei, weil der braucht nämlich ein paar Abonnenten, damit er seine Kinder in Indonesien versorgen kann. Und ich würde sagen, das war's. Mit der Samantha. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und tschüss. Haut rein. Tschüss.